Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich erklären, was ein laufender Meter Archivgut ist. Die Angabe zu laufenden Meter finden sich häufig in Vorworten von Beständen oder in Beschreibungen von Archiven. Da steht dann zum Beispiel, in diesem Archiv werden 5 Kilometer Archivgut verwahrt. Aber was bedeutet das genau? Das wollen wir uns heute einmal ansehen. Zuerst einmal wird laufende Meter nicht immer ausgeschrieben. Häufig wird es abgekürzt. Ein paar gängige Abkürzungen habe ich hier aufgeführt. Das ist zum Beispiel LFD.meter, also LFD für laufend, oder LFDM oder einfach nur LFM. Gemeint ist aber immer das Gleiche, nämlich laufender Meter. Die Abkürzung LFD für laufend gibt es zum Beispiel auch in Kombination mit laufender Nummer. Aber was ist das jetzt genau? Beim Bundesarchiv wird ein laufender Meter wie folgt definiert. Für Archivgut immer 4 Format sind die Maße dabei 26 cm mal 35 cm mal 100 cm. Und das für fachgerecht kartoniertes Archivgut. Das ist jetzt etwas abstrakt, deshalb schauen wir das jetzt uns in der Praxis einmal an. Archivgut wird in Archivgutkartons verpackt. Diese Kartons bestehen aus säurefreien und alterungsbeständigen Materialien. Hier habe ich jetzt mal einen Karton aufgenommen, der eine Höhe von 10 cm hat. Das heißt, dieser Karton entspricht 0,1 laufende Meter. Wenn man sich jetzt also 10 Kartons übereinander gestapelt vorstellt, hätte man einen laufenden Meter Archivgut. Warum liegt das Archivgut hier? Also warum wird es in die Höhe gestapelt? Das hat was mit der Bestandserhaltung zu tun. Für Archivgut ist es schonender, liegend verwahrt zu werden. In normalen Registraturen kennt man das ja so, dass die Akten dann in Leitsordnern stehen und im Regal halt stehend aufbewahrt werden. Da habe ich hier auch nochmal ein Foto mitgebracht. Das sieht man hier auf der linken Seite. Hier wäre dann ein laufender Meter, einfach ein laufender Meter in der Breite von den Leitsordnern. Hier habe ich noch ein Foto mitgebracht, wie das Archivgut dann im Magazin verwahrt wird. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein Archiv verwahrt 5 Kilometer Archivgut, hat man eine ungefähre Vorstellung davon, wie viel Archivalien da liegen und wie viel Regalfläche damit eingenommen wird. So, was bringt dir das jetzt für deine Forschung? Wenn im Vorwort eines Bestandes steht, der Bestand umfasst 2 Meter, hast du jetzt einen ungefähren Eindruck davon, um wie viel es sich dabei handelt. Dabei ist zu sagen, dass ein laufender Meter ca. 8000 Blatt Papier enthält. Was das Ganze aber nicht aussagt, ist, wie viele Archivalien in diesem einen Meter enthalten sind. Es kann ja sein, dass in einem Archivkarton 2 Akten liegen oder 10 Akten, wenn das halt ganz dünne Akten sind. Darüber gibt dir das halt keinen Aufschluss. Der laufende Meter ist außerdem eine Angabe, in der man hauptsächlich Akten- und Amtsbuchbestände messen kann. Bei Urkunden- und Kartenbeständen wird eher die Stückzahl angegeben, um einen Überblick zu halten, wie viele Stücke halt in einem Bestand sind. Ich hoffe, dieses Video war für dich hilfreich, um deine Aufwände für einen Archivbesuch abzuschätzen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.